Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Adom. Nach dem letzten Mal habe ich im Infinite Dungeon noch ein bisschen gegrindet, was nicht wirklich viel gebracht hat. Wir haben eine ganze Menge Spellbooks gefunden, allerdings nichts von, also bis auf zwei Ausnahmen, nichts, was wir haben wollten. Wir haben jetzt unsagbar viele K-Monster, wir haben unsagbar viele Darkness, wir haben unsagbar viele Light und No Alignment. Die habe ich hauptsächlich gefunden. Und zwar, also Dutzendfach, naja, nicht Dutzendfach, aber doch eine ganze Menge. Slow Monster war auch sehr beliebt. Slow Poison, also diesen ganzen Kram, den wir eigentlich nicht brauchen. Stunray hatte ich auch einige. Web. Was wir allerdings auch gefunden haben, die Bücher habe ich auch schon gelesen. Was ich noch nicht gelesen habe und auch erstmal nicht lesen werde, ist das, was wir sonst noch gefunden haben. Wir haben gefunden. Wo sind die Books? Books, 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 Books. Burning Hands, das werden wir lesen. Weil den hätte ich ganz gern. Werde ich auch lesen. Magic Missile werde ich auch lesen. Also was ich noch nicht lesen werde, ist Fireball und Teleportation. Wir haben noch ein paar Fireballs und Teleportation und die will ich mir als Notreserve zurückbehalten. Falls wir mal in die Bredouille kommen, dass uns die Castings ausgegangen sind, dann können wir nämlich die noch aus dem Buch casten. Aber die anderen da, Burning Hands, Firebolt und so weiter, das können wir, denke ich, noch lesen. Machen wir das noch schnell. Achso, und dann gucken wir uns noch an, was ich sonst noch gefunden habe. Also, wir haben ein Broadsword of Devastation gefunden. Was ganz nett ist, ganz gut Schaden macht. Fencing Gloves of Fidelity sind auch ganz lustig. Ansonsten nicht so aufregende Sachen. Necklace of the Eye, das werde ich gleich mal anlegen. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Ich glaube, das ist neu. Also, es ist während der Infinite Dungeons Session abgefallen. Eine ganze Menge Kram. Das ist vom Prinzip ein sehr nettes Ding für das, was wir als nächstes vorhaben. Wir sind nämlich Level 16, das heißt, wir müssen jetzt mal Stantepede in die Pyramide gehen. Und da gibt es eine Menge Undead. Und Undead Slaying ist ganz praktisch. Dummerweise ist das ein Fickle Staff, das heißt, dass die Hälfte der Attacken nicht trifft. Aber wenn wir treffen, haben wir eine gute Chance, dass wir den Undead umbringen. Ist also zu überlegen, ob ich das dann anlege. Ansonsten Blankets, die ganzen überzähligen Seas habe ich geopfert. Jetzt sind wir wieder nur, dass wir nur ein Sea haben. Wedding Ring. Cursed, wie passend. Wir können ihn nicht mehr ablegen, nachdem wir ihn angelegt haben. Ja, Wedding Ring ist eine sehr spezielle Sache, ist genau in einer Situation sinnvoll, von der ich weiß, vielleicht auch noch in anderen, aber es gibt eine Situation, da können wir damit einem weiblichen Gegenüber quasi weismachen, dass wir mit ihr verheiratet seien, weil wir ja männlich sind. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man es als weiblicher Charakter versucht. Ob das Spiel schon so modern ist, dass da kein Problem besteht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ist von 94. Also, der Wedding Ring hilft uns, uns als naher Verwandter. nicht Verwandter, also nahestehend, Angehöriger einer bestimmten Person auszugeben, was ganz gut ist, weil diese Person ansonsten uns nämlich instant killen kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das Problem zu beheben. Das ist allerdings eine Möglichkeit. Ansonsten. Ja, haben wir noch ein paar Attributes dazu gekriegt. Ich habe eine Potion of Gain Attributes getrunken und ich glaube Charisma und Appearance und irgend sowas. Da können wir uns mal die Werte angucken. Die sehen so aus. Ich hätte ganz gerne noch ein bisschen mehr Willpower. Hätte ich schon ganz gern 30. Das wird auch noch eine Weile dauern. Toughness sind wir leider am Cap. Strength sind wir auch am Cap. Dexterity haben wir noch, okay. Aber wir haben keine Herbs, die uns das erlauben zu trainieren.
Toughness Herbs haben wir auch keine mehr, aber da sind wir eher am Cap. Da müssen wir irgendwas, wir müssen Potential Toughness Potions finden. Okay, na gut. Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt das Lesen, genau. Also, Burning Hands. Burning Hands. Burning Hands. Burning Hands. Burning Hands. Okay. So, dann lesen wir jetzt noch. Ja, Firebolt können wir auch lesen. Die Bolt-Spells sind nicht so wichtig, wenn wir. Ich meine, ist doof, wenn wir gar keine mehr haben, aber. Die Bolt-Spells, also den Fireball, den behalte ich auf jeden Fall erstmal. Das Buch. Wenn ich kein großer Fan vom Bookcasting bin, es ist einfach quasi eine Safety-Option für den Fall, dass der Random Numbers Generator uns Übles will und uns nicht die richtigen Spellbooks finden lässt. Was je weiter wir im Spiel fortschreiten, desto wahrscheinlicher wird das. Weil Spellbooks ja Danger Level 1 sind, das heißt, je tiefer, also je höher das Danger Level der Dungeons wird, in denen wir rumlaufen, desto mehr Items können generiert werden und desto unwahrscheinlicher ist es demzufolge, dass dabei ein Spellbook dabei ist. Und ne? Noch ein paar? Wie oft noch? Okay. Suddenly disappears. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Wir wollen zur Pyramide. Wir sind Level 16. Wann wären wir Level 17? Dauert noch ein bisschen. Okay. Also. Climb upwards. Wo ist der verdammte Ausgang? Nein, Quatsch. Da. So. Die Pyramide war hier, hier oder hier. Oh, dann können wir hier nochmal reingucken. Vielleicht hat er ja neue Potions. Kann ich mal durch. Welcome back. Extra Healing brauchen wir nicht. Boost Speed. Boost Appearance. Spezial. Boost Learning. Ja. Hätte ich vor dem Lesen durchaus durchaus trinken können, aber da hatten wir sie noch nicht. Invisibility, Boost, Boost Dexterity brauchen wir nicht, Balance brauchen wir nicht. Boost Willpower. Vor einem schweren Kampf könnten wir das machen. Andererseits. Ja, für den Fall. Boost brauchen wir alles nicht. Wir brauchen. Self-Mutilation brauchen wir nicht. Könntest du mal weggehen? Danke. Extra Healing. Trollblood. Okay. Boost Toughness. Brauchen wir nicht unbedingt. Healing, Healing, Invisibility, Invisibility, Boost, Healing, Healing, Cure Poison, okay. So, Freunde, also wie bezahlen wir nochmal? Pay? Nee. Pay? Nee. Dollar? Dollar. Pay all items. Okay. Yes? Z7. Yes. Wild Air Elemental. Evade.
Pyramid with the Black Gate. Okay, hier kommen wir jetzt rein. Enter. Enter. You enter an ancient labyrinth. Okay. Gucken wir uns hier mal um. Wir sehen hier eine Mummy. Are you my mummy? Hostile. Wollen wir mal gucken, wie wir mit Mummies umgehen können. Severely damaged. Destroyed. Okay. Was, wer bist du? Jackal Demon. Probieren wir mal aus. Fails to hurt you. Moderately wounded. Fails to hurt you. Critically wounded. Okay, also wir können hier auch ganz gut mit unseren Dings arbeiten. Na, mit unseren Händen, wollte ich sagen. So, wir werden hier immer schön searchen, weil hier alles voller Fallen ist. Ah, komm, die. Potion of Water, nehmen wir gerne mit. Discover Trap. Okay. Deswegen haben wir Detect Traps gewählt. Das können wir inzwischen auch auf einem für halbwegs vernünftigen Level, glaube ich. 60, ne? Ja, 61. Das ist zwar, also ich glaube, ab 60 bringt es tatsächlich was. Oder 50. Also es ist nicht so gut, wie es sein könnte, aber nee, gut genug fürs Erste. Du komm mal her hier. Okay, mehr Kleinkram. Ja, dieses Level ist ein bisschen anstrengend. Dadurch, dass wir hier auf jedem Schritt mit Fallen rechnen müssen. Wie hier zum Beispiel. Okay. Aber es sind auch nur zwei oder drei Level. Okay. Was zur Hölle ist das da? Ghost. So ein Firebolt. Probieren wir mal. Ghost ist Hit. Aber stört den gar nicht. Wie findest du denn einen Ballspell? Wir haben hier Fireball, machen wir das mal. The Ghost Whales consumed. Female Jackal, ja, geh mal weg. So, du komm mal her hier. Ich will nicht auf die Falle treten, du sollst herkommen. Ne, bitte sehr. Okay. Ja, hier ist jeder Schritt eine Falle. Mhm. Aha. Water Trap, sehr unangenehm. Ah, da geht's runter. Deswegen, das sind die Gänge, die besonders fallenintensiv sind. Several Items. Strange Wrapping, okay. Mummy Wrapping nehme ich an. Ich glaube, es gibt hier auch ein garantiertes Item. Ist das hier? Da müssen wir nämlich doch alles absuchen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das könnte hier sein. Dass es hier ein garantiertes Climbing Set gibt. Deswegen, bevor wir hier irgendwo hingehen. Gucken wir erstmal alles. Gehen wir hier alles ab. Several Items. Nomish Candy. Brauchen wir alles nicht.
Göttermami. Okay, mal gucken, ob wir die auch noch totschlagen können von der Hand. Fails to hurt you. Critically damaged. Fails to hurt you. Und, oh, du, nehmen wir gleich mit. Dankeschön. Und vielleicht sollten wir es auch gleich lesen, bevor wir hier noch irgendwo. Disappears. Sehr gut. Also nicht sehr gut, aber sehr gut, dass wir es erledigt haben. Naja, war doch klar, dass hier was ist. Es gibt übrigens noch ein Level im Spiel, wo wir aber zum Glück nicht hin müssen. Wo jeder Schritt buchstäblich eine Falle ist. Also nicht wie hier jeder zwei, also ein paar Fallen, sondern wirklich, ich glaube, das ganze Level nur aus Fallen besteht. Oder es kann auch sein, dass das meine Erinnerung da etwas übertreibt, aber das ist auch nicht schön. Spectre, das klingt alles nicht so gut. Nehmen wir mal ein Firebolt. Nehmen wir mal ein Firebolt. Okay. Nehmen wir mal ein Firebolt. Sehr gut. Close brauchen wir nicht. Detect Trap Skill. Oh, increases. Ja, das ist der Vorteil, wenn man das die ganze Zeit macht. Das trainiert sich. Brauchen natürlich ja unsagbar lange, um hier durchzukommen, weil wir für jeden Schritt mehrere Turns brauchen. Aber ich will sicher sein, dass ich hier nicht das Item, was ich haben will, liegen lasse. Ich weiß nicht mal, ob das hier ist, aber es ist irgendwo. Ist das ein garantiertes Item und. Das weiß ich noch und Climbing Set brauchen wir. Sogar bestenfalls mehrere. Okay, jetzt haben wir einen Teil des Dungeons erledigt. Gut. Und es gibt hier auch eine Menge Secret Passages, wie ihr seht. Ah, ich wollte das ja das Amulet of the Eye auch anlegen. Aber das machen wir erst anders. Das machen wir, das dippen wir vorher. Wir wollen Necklace, nicht Amulet. Necklace of the Eye. M wollen wir in Holy Water tunken. Und dann wollen wir Pendant of Mana ersetzen durch das Necklace of the Eye. Das heißt, wir können jetzt weiter gucken. Was für einen Magier, der mit Bolt Spells operiert, sehr, sehr hilfreich ist. Dann killt man nämlich nicht aus Versehen Monster, die man nicht killen will. Wie zum Beispiel Cats. Ist es das? Nee, ist nicht. Ich weiß nicht, was ist es? Climbing Set ist ein Tool, glaube ich. Ne? Ja. Okay. Close brauchen wir nicht. Discover Trap, sehr schön. Girdle of Weight brauchen wir auch nicht. Das Buch brauchen wir. Vorher gucken wir, ob es auf einer Falle liegt. Sieht nicht so aus.
Strength of Atlas, ja, gut, den benutzen wir so oft. Essen wir doch mal, wir haben ja so viel. Eine Blessed Dwarven Sausage. Yum. Und wo wir schon dabei sind, essen wir noch eine Cursed Dwarven Sausage. Pretty foul. Naja, gut. Eine war gut, eine nicht. Okay, Dead End. Gut, da können wir hier vielleicht mal das Buch lesen. Strength of Atlas. Nein. Also, Strength of Atlas, learn. Okay, das ist kein guter Ort, um zu lesen. Habt ihr noch mehr von euch? Ja, ist noch ein ganzer. Okay, Green Gem. Green Gem, okay. Learning Board, gar nicht schlecht. Jetzt die ganzen praktischen Bücher finden wir jetzt. Das ist wieder ein. Also verglichen damit, was ich. Also, es ist. Da ich ja immer Magier spiele, ist es für mich so, ich freue mich immer, wenn ich diese Anführungszeichen auf dem Bildschirm sehe, weil Bücher brauch ich mit meinen Charakteren ja immer, weil ich ja so gerne Magier spiele. Und das hat ja dieses Grinding im Infinite Dungeon das so ein bisschen verlitten. Weil. Sind halt relativ häufig gedroppt, aber es war immer nur Mist. Und ganz offensichtlich findet Adam das auch, dass es da ein bisschen viel Mist mir gegeben hat. Und deswegen finden wir jetzt ein paar hilfreichere Bücher. Du stirb mal. Fortune Cookie Jekyll Corpse. Fortune Cookie können wir mitnehmen. Und der Vorteil von Detected, also wir hätten ja auch, wir könnten ja theoretisch auch Disarm Trap lernen, aber der Vorteil von entdeckten Fallen, es ist meistens nicht nötig, sie zu entschärfen, weil wenn man weiß, dass sie da sind, evadet man sie. Nicht immer, aber meistens. So, das Level sieht relativ komplett aus. Um sicher zu gehen, zaubern wir nochmal Magic Map. Sehe ich irgendwas Neues? Nö. Okay, dann versuchen wir jetzt nochmal unsere Bücher zu lesen. Lightning Bolt.
Obwohl, ich habe ja. Nee, das Boost Learning, das machen wir, wenn wir was richtig Wichtiges lesen. Was ist denn hier los? Geh mal weg. Strength of Atlas. Strength of Atlas. Strength of Atlas. Ups, falsche Tasten. Ich will das machen. Das, das, das. Read. Also was ich sagen wollte, es ist gut, dass unserem Kollegen Werner das nicht langweilig wird, immer wieder das gleiche Buch zu lesen. Nur ist interessant, dass er aus jedem, also diese müssen hochinteressant geschrieben sein, weil er aus jedem Lesen quasi wird was neue Informationen bekommt. Ja, wird interessiert das. Worauf ich beim Lesen so achte. Nebenher verrotten irgendwelche Leichen. Ja. Was ist jetzt schon wieder los? Nein, geh weg. Kriegen wir das Buch jetzt nochmal zu Ende gelesen? Nein. Noch mehr von euch? Ich will doch nur das Strength of Atlas Buch. Gott, da sind aber auch viele Dinger drauf. Okay. So, was liegt hier jetzt alles rum? Alice in Sunshine, Girl of Weight, Girl of Caring, Hilbert. Girl of Caring, und hier haben wir schon so viele. Potion of Boost kann auch nicht schaden. Okay. Jackal Corpse. Okay, dann wollen wir jetzt mal. Wo ist die. Weißt du was? Teleportation kostet 30. Downstairs. Achso, wir müssen ja ab. Ich bin ja doof. What? So, okay. Ja, wir müssen weiter gedacht. Wir müssen ja, ist ja kein Dungeon, ist ja ein Gebäude. Wir müssen ja nach oben. Okay. Search. Discover Trap, selbstverständlich. Irgendwas ist schon wieder gestiegen. Stealth Skill. Ja, gut. Strange Wrapping, Leather Boots, Spectre. Oh, wo bin ich da drauf getreten? Closer als just in time, okay. Blinding Trap. Ja, die Anzahl der Traps wird nicht weniger, je höher wir hier kommen. Zum Glück haben wir genug zu essen. Lässt einen rationen, das sollte eine Weile reichen.
Okay. Okay, hier geht's, glaube ich, ins nächste Level. Da gehen wir mal noch nicht hin. Ach, der Demon bleedet. Okay. So kann ich das Dämonen das können, ne? Kann er. Item Destruction kann nie schaden. Also kann falsch, kann meistens schaden. Es kann nie schaden, es zu haben. Aber der Zauber selber schadet meistens. Manchmal ist er allerdings extrem hilfreich. Allerdings nur in sehr, sehr speziellen Situationen. Na gut, da wir Teleport Control haben, ist eine Teleportation Trap nicht wirklich mehr relevant. Nicht weiter. Wand of Door Creation, wie schön. Ja, das kann mal hier bleiben. Tract of Chaos, vielen Dank. Weißt du was? Das, naja, das lassen wir einfach liegen. Oder wir warten, bis die Mumie hierher kommt und dann werden wir es. Komm mal her hier. Dann werden wir es verbrennen. Damit ich nicht wieder in die Bredouille komme, es aus Versehen zu lesen und mich jedes Mal und es liegen lasse, dann wäre es doof, wenn ein Monster es aufnehmen und ich mich jedes Mal freue, wenn ein anderes Monster es droppt und dann wieder feststelle, es ist nur das Buch, was wir nicht lesen dürfen. Ach so, klar, die Level werden ja auch kleiner. Ist ja eine Pyramide. Und der Entwickler ist Ingenieur, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich der Tatsache bewusst ist, dass Pyramiden mit dem laufenden in Richtung oben kleiner werden. Was nicht alle Rollenspiele, in denen Pyramiden vorkommen, machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Pokémon davon, ne? Kann man sie heile machen. Bin mir ziemlich sicher, der Kollege Biskup weiß das und macht das. Ein Quarterstaff mit 39. Der 39 Stones wiegt. Das könnte was Besonderes sein. Wir sind strained. Das liegt bestimmt daran, dass wir nicht mehr Strength of Atlas haben. Das Problem wollen wir mal wieder. Ja, okay, dann gehen wir jetzt dahin. Metal Ingot brauchen wir nicht. Komm mal her hier. Wie komme ich dahin hier? Stirb. Leathergürtel. Ist das hier vielleicht doch nicht, dass das Item hier garantiert ist? Ja. Ach du Güte. Stirb, 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 stirb. Stirb, stirb. Was haben wir denn noch? Fortune Cookie, was hat er denn zu sagen? Scrap of Paper. They say that you should seek the heart of the mountains. Okay. Schreibe mir mal auf. Heart of the mountains. Könnte sein, dass damit. Hm.
Weiß nicht, was damit gemeint ist. Könnte das die Library gemeint sein? Ist auch egal. Wir werden das, was wir machen müssen, werden wir machen. Ja, Quarterstaff 42. Der andere ist 39. Der ist auf jeden Fall schon mal was Besonderes. Das ist ja immer ein ganz... Geh mal weg da. Good Knife, White Gem. Okay. Ja, ich glaube, hier gehen wir dann ins oberste Level und treffen den, der uns hier eingeladen hat. Rehetab. Ich glaube, das ist schon das nächste Level. Aber das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Dann sehen wir uns hier wieder und dann gibt es mehr Pyramide. Ach ja, übrigens, ne, habt ihr ja gesehen. Das ist bis auf die 6. Level auf Graphical Fidelity. Wir haben gelbe Wände statt weiße Wände. Oder golden soll das wahrscheinlich sein, weil wir in der Pyramide sind. Obwohl, das ist eigentlich sogar mehr, als Visitry 6 gebracht hat. Da war ja selbst der Wald bestand aus grauen Steinwänden, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja gut, auf jeden Fall, also wir sind jetzt in der Pyramide. Also beim nächsten Mal sind wir weiter in der Pyramide. Bis dahin. Tschüss.